Ungarn. Das Land im Herzen von Mitteleuropa ist viel mehr als Gulasch und Pushta. Mit einer über 1000-jährigen Geschichte und prachtvoller Architektur entlang der Donau. Ich darf in der schönsten Stadt der Welt auf dem Dach der schönsten Brücke der Welt stehen. Der mit dem Wolf tanzt. Bei Wildtiertrainer Soltan wird selbst ein gewaltiger Bär ganz verschmust. Wenn er rauskommt, erschreckt euch nicht. Geht einfach rückwärts weg. Budapest geht in die Ohren und in die Beine. Die Hauptstadt ist quirlig wie Paris, nur längst nicht so teuer. Es passiert zurzeit sehr viel Interessantes in Sachen Musik, in allen Stilrichtungen. Der Balaton, das ungarische Meer, Weinanbaugebiet, Segelparadies und ein bisschen Ballermann. Ungarn, Perle des Ostens. Hosszú Attila, barlangi búvároktató vagyok, és az a szenvedélyem, hogy minél több ember átéri azt a csodát, amit én naponta átélek. Dieses Wunder befindet sich mitten in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Besser gesagt unter den Hügeln von Buda. Die Janosch-Molnár-Höhle ist eine weit verzweigte Thermalquelle, die erst seit wenigen Jahren von Attila Hosszú und seinen Kollegen erkundet wird. Bei unserem Kontrolltauchgang werden wir heute hier starten und dann geht's in diese Richtung. Über uns finden gerade Abrissarbeiten statt. Wir überprüfen, ob dadurch in der Höhle Schäden entstanden sind. Auch Olaf ist heute mit von der Partie. Der Rheinländer ist begeisterter Hobbytaucher. Ich bin 1995 nach Ungarn gekommen, um hier zu arbeiten, mit einem Zweijahresvertrag damals, und habe dann meine Frau relativ schnell kennengelernt, verliebt, verlobt, verheiratet und hier hängen geblieben. Ungarn ist toll, Budapest ist eine traumhaft schöne Stadt, das Leben hier ist klasse und die Höhle ist extrem besonders. Ja, zum Höhlentauchen müssen wir alles mindestens doppelt dabei haben. Hier ist eine Hauptlampe, zwei Ersatzlampen, die Regulatoren sind doppelt. Zwei Computer, zwei Masken in den Taschen sind Ersatz, Messer, Schere, Masken, alles doppelt und dreifach. In bis zu 65 Meter Tiefe liegen die 123 natürlichen Quellen der Stadt. Sie entspringen einem riesigen See, der unter einer 1000 Meter dicken Gesteinsschicht liegt. Das Wasser in der Höhle ist angenehm warm. Schon die Osmanen nutzten diese Quellen für ihre Hammams während ihrer 150-jährigen Herrschaft über das Land. Beim Höhlentauchen gibt es nur einen Zugang. Wenn etwas schiefgehen sollte, kann man nicht an die Oberfläche. Deshalb sind viel umfangreichere Sicherheitsvorkehrungen nötig. Selbst in 10 Meter Wassertiefe beträgt die Temperatur ganzjährig rund 28 Grad. Erst darunter wird es stufenweise kühler. Die Gruppe taucht an fest verlegten Sicherheitsleinen entlang. An ihnen sind in kurzen Abständen Pfeile und Zahlen angebracht. Sie weisen den Weg und zeigen die Entfernung zum Ausgang an. Ohne sie wären die Taucher in diesem Labyrinth aus unterirdischen Gängen und Hallen verloren. Die tiefste uns bekannte Stelle liegt 90 Meter unter der Oberfläche. Riesige Wassermengen fließen durch die Gänge. Bis zu 5000 Kubikmeter strömen durch die Ausgänge und Kanäle in die Donau. Und das könnte nur ein Bruchteil sein. Denn bisher wurde nur eine Strecke von 7 Kilometern erforscht. Neben den Spuren aus prähistorischen Zeiten entdeckten die Forscher auch Leben in der Tiefe. Vor 3 Jahren haben wir eine Schneckenart gefunden, die hier lebt.
Es war nicht einfach, denn sie ist gerade mal einen Millimeter groß. Es gibt auch noch blinde Schnecken. Wir versuchen nun, ihren Ursprung und ihre Lebensart zu erforschen. Die Taucher finden zum Glück keine Schäden durch die Abrissarbeiten über der Höhle. Enge Kanäle wechseln sich ab mit gigantischen Sälen und Hallen. Kein Wunder, dass es die Taucher immer wieder in die Tiefe der Janosch Molnár Höhle zieht, deren Namen auf ihren Entdecker zurückgeht. Wir forschen alle in unserer Freizeit. Es ist einfach unser Hobby. Ich sage immer, jeder Mensch hat ein Problem. Das ist halt unseres. Wir lieben diese Höhle, die inzwischen ein Teil meines Lebens geworden ist. Ich denke, wenn man etwas richtig gut machen will, dann funktioniert das nur mit Leidenschaft. Auch an der Oberfläche hat Budapest einiges zu bieten. Nicht umsonst wird die 1,8 Millionen Metropole das Paris des Ostens genannt. Neben den breiten Alleen und Prachtbauten gehören auch die alten Kaffeehäuser zu den Wahrzeichen der Stadt, die überwiegend aus der Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie stammen. Die Küche der Stadt ist vielfältig und liebt Paprika in allen Variationen. Die Széchenyi-Kettenbrücke verbindet seit 1849 Buda und Pest miteinander und hat entscheidend für die Vereinigung beider Städte gesorgt. Brückenmeister Janosch Facekas kümmert sich bereits in der dritten Generation um seine Kettenbrücke. Zurzeit überprüft er sie noch öfter als sonst. Tag für Tag wird es hier schlimmer. Man hätte das hier schon vor 5 Jahren zumindest neu streichen müssen. Die letzte Überschwemmung hat eine Menge Schaden angerichtet. Diese Spuren hier stammen immer noch davon. Auf einer Stelle hier lasten 1000 Tonnen. Wenn ich die Schrauben lockern und entfernen würde, würde das Eigengewicht der Brücke von 5000 Tonnen die Ketten herausreißen. An dieser empfindlichsten Stelle haben die abziehenden Truppen der Wehrmacht im Januar 1945 auch den Sprengstoff angebracht, durch den die Brücke anschließend zerstört wurde, wie alle Donaubrücken. Seit der Wiedereröffnung 1949 nagt der Zahn der Zeit an dem Stolz von Janosch, der nun endlich renoviert werden soll. Außer einem wackeligen Geländer gibt es beim Aufstieg zu den Stützpfeilern keine Sicherung. Halt bitte die Tür fest und hilf mir. Halt nur fest. Sicher ist sicher. Damit ich nicht daneben trete. Hier oben befindet sich die Befestigung der eisernen Ketten, der insgesamt 375 Meter langen Brücke. Bei größerer Kälte gibt es hier eine Bewegung von ca. 1,5 Zentimetern. Im Verhältnis zur Größe der Brücke ist es nicht viel. Aber diese 1,5 Zentimeter Bewegung hier oben würde an den Grundpfeilern unten am Grund bis zu 1,5 Meter bedeuten, wenn die Schwingung nicht ausgeglichen werden würde. Heute ist das Wetter nicht optimal. Es ist etwas zu windig und sieht nach Regen aus. Trotzdem lässt es sich Janosch nicht nehmen, mit seinem Sohn dem Dach einen Besuch abzustatten. Der Blick von hier oben zieht ihn magisch an. Von hier aus siehst du ganz Budapest. Wir können hier auch kurz mal nachsehen, in welchem Zustand das Dach ist. Hier gibt es eine Menge Spuren vom jährlichen Feuerwerk zu Ehren der Staatsgründung.
Es sorgt für zu viel Aufsehen, wenn ich hier oben bin. Das mag ich nicht. Ein Bekannter hat mich mal aus der Straßenbahn angerufen und sagte, du Janosch, es ist jemand auf der Brücke. Ich antwortete, keine Sorge, ich bin es und winke dir zu. Wenn ich hier oben bin, kommt es mir so vor, als ob mir die ganze Stadt gehören würde. Ich darf in der schönsten Stadt der Welt auf dem Dach der schönsten Brücke der Welt stehen. Budapest ohne Kaffeehäuser? Unvorstellbar. Wie in Paris, Wien oder Prag. Eines der traditionsreichsten Kaffeehäuser aus der Zeit der königlich und kaiserlichen Monarchie ist das Café Zentral im Herzen der Innenstadt. Wild Rágost vagyok, Kávéházvezető. Azt szeretném, hogyha a vendégeink úgy éreznék magukat, mint akik hazaérkeztek, és lelassulnának velünk együtt a 130 évvel ezelőtti tempóra. Das Café Zentral öffnete 1887 seine Türen. 1999 wurde es frisch renoviert wieder aufgemacht. Es war das zweite Zuhause von vielen Schriftstellern und Künstlern. Es hat mich sehr überrascht, als ich gelesen habe, dass unser Kaffeehaus während der ersten 40 Jahre seines Bestehens praktisch nie zugemacht hat. Drinnen wurden den Gästen schon damals solch delikate Kalorienbomben serviert. Auf jedem Tischset steht ein Gedicht. Eine Hommage an die zahlreichen Literaten. Aus dem Grund fordern wir unsere Gäste auf, nicht nur ein Gedicht zu lesen, sondern auch selbst eines zu verfassen. Bisher haben wir schon über 300 in über 20 Sprachen erhalten, darunter auf Japanisch, Chinesisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Französisch und Schwedisch. Die Menschen haben unsere Idee sehr gut aufgenommen. So erwacht die alte Geschichte wieder zu neuem Leben. Die Fotos der berühmten Stammgäste erzählen von der glorreichen Vergangenheit der altehrwürdigen Räume des Café Zentral. In ihrer Blütezeit waren sie eine Art Wissens- und Nachrichtenzentrale. Auf der Speisekarte setzt man auf eine Mischung von traditionellen Gerichten wie Gulasch, Entenleber oder Wild und moderne Fusion-Küche. Und es gibt noch eine Besonderheit. Wir möchten heute eine alte Tradition wiederbeleben. Nämlich, dass wir die Gäste auch dann nicht loswerden wollen, wenn sie gar einen halben Tag mit nur einer Tasse Kaffee arbeiten. Wir geben den Online-Nomaden gerne eine Heimat. Die Maxime des Lokals ist, die Mentalität wiederzubeleben, die das Café schon damals zu einem der intellektuellen Zentren von Budapest gemacht hat. Und auch heute die Erwartungen an ein Grand Café des 21. Jahrhunderts erfüllt. Trotz oder gerade wegen guter alter Kammermusik. Gerade mal 100 Kilometer südwestlich von Budapest, am Südufer des Balatons, liegt Siófok. Das beschauliche Örtchen beherbergt im Sommer eine halbe Million Urlauber. Sehen und gesehen werden ist die Devise. Bitte die Grundposition von vorne einnehmen, meine Damen. Und jetzt eine Vierteldrehung nach rechts. Vielen Dank. Wer feiern will, ist hier richtig. Der Strand wird auch Ballermann des Ostens genannt. Wenn man Party machen will, günstig Party machen will, für deutsche Verhältnisse wohlgemerkt, ist, glaube ich, Siófok schon eine richtige Anlaufstelle. Und die Leute sind anders, die sind auch netter. Ich finde die Ungarn von der Mentalität recht nett. Gastfreundlich, also. Der See wird im Sommer über 30 Grad warm. Nicht der einzige Anziehungsgrund für deutsche Touristen. Mei, Mädels. Das ist natürlich auch so, wenn man die Mädels hier anschaut, die sind ja doch anders als bei uns jetzt angezogen. Also es ist leichter, sie rumzukriegen. Aber es liegt wahrscheinlich auch dran, weil man sich hier nicht scheißt. Ab und zu kriegt man Abfuhr und dann ab und zu ist es dann so, dass halt dann mitspielt. Das Plage ist momentan der angesagteste Ort in Siófok.
Heute gibt es ein Konzert von Well Hello, einer der erfolgreichsten ungarischen Popbands der Gegenwart. Später am Nachmittag treffen die Sänger ein. Hallo Lazi, hast du Schnaps dabei? Kann schon mal vorkommen. Alles gut. Ich kann das Konzert kaum abwarten. Am Abend machen wir richtig Party. Wo ist die Band? Unsere Band ist verschwunden. Ich glaube, sie baden. Also können wir euch niemanden vorstellen. Nach kurzer Suche finden Tommy und Diaz die Truppe. Sie lümmelt im Backstage-Bereich herum, bei 40 Grad im Schatten. Was die Musiker jedoch richtig aufregt, ist, dass Ungarn durch die gegenwärtige Regierung im Ausland in Verruf geraten ist. In erster Linie würde ich sagen, Ungarn ist nicht die Regierung, sondern das Volk. Nicht alle denken so radikal über Dinge wie eine bestimmte Regierung. Die kommen und gehen. Es ist schon seltsam, ein Volk nur nach ihnen zu beurteilen. Und Ungarn ist an sich ein tolles Land. Es ist unglaublich, wie oft wir vergessen, wie viele wunderschöne Plätze es in Ungarn gibt. Wir glauben, dass wir ins Ausland fahren müssten, um uns zu erholen und unsere Akkus aufzuladen. Dabei gibt es daheim so viel Schönes. Wie den Plattensee, mit fast 80 Kilometern Länge der größte Binnensee Mitteleuropas. Der beliebteste Strandsnack für die Ungarn ist Palacsinta. Tante Argy ist richtig toll. Ihre Palacsinken haben eine sehr gute Qualität. Man könnte sagen, das sind die besten am Strand. Die Süßspeise isst man dünn wie französische Krebs. Ganz anders der Langosch. Mate ist der Langosch-Beauftragte. Schau zu, wie er zaubert. Ich brauche nur Mehl und Salz. In der Milch lasse ich die Hefe aufgehen. Gebe noch etwas Zucker dazu und ein bisschen Öl. Der Langosch hat in den letzten Jahren auch die deutschen Märkte erobert. Allerdings gibt es noch immer einen gewaltigen Unterschied zu den Exemplaren hier. Ich soll so große Langosch machen. So riesige gibt es nur bei uns. Nach Sonnenuntergang soll das Konzert von Well Hello endlich beginnen. Die Band zusammenzutrommeln ist Horror. Irgendjemand muss immer in der letzten Sekunde aufs Klo. Es gab ja vorher nicht genug Zeit. Aber jetzt kann es wirklich losgehen. Knapp anderthalb Stunden dauert ihr Konzert. Der Strand ist bis zum Bersten gefüllt. Die Jungs geben alles und begeistern ihr Publikum. Horkai Zoltán vagyok, és a farkasokkal táncolok. Zoltán Horkai ist der Tiertrainer, wenn es um Wölfe geht. Auf seinem 2 Hektar großen Gelände in Gödöllő, 30 Kilometer nordöstlich von Budapest, leben 21 Wölfe in mehreren Rudeln. Heute steht eine heikle Aufgabe an, einen erkrankten Wolf nach anderthalb Monaten wieder in das Rudel zu integrieren. Nur wenn der Alpha-Wolf und sein Weibchen ihn akzeptieren, hat er eine Chance im Rudel zu überleben. Es ist eine sehr gefährliche Zeit. Wenn du das Tier wieder zurückbringst, könnten die anderen Wölfe es anfallen und auch töten. Sie haben aber untereinander jetzt scheinbar alles klargemacht. Auch der nächste Schritt ist von Zoltán wohl überlegt. Er bringt die 3 Wölfe in ein Gehege, wo vorher ein anderes Rudel lebte. Das Gebiet ist für sie also neu. Ein Vorteil bei der Zusammenführung. Denn sie betrachten es noch nicht als ihr Revier, das sie verteidigen müssten.
Zoltáns Taktik geht erstmal auf. Die Wölfe beschäftigen sich mehr mit der Erkundung des Geländes als mit dem rückkehrenden Artgenossen. Zeit, den Rest des Rudels zu holen. So wie es aussieht, gibt es keinen Stress. Aber ich lasse sie trotzdem erst mit der Leine los. Wenn doch etwas schiefgehen sollte, kann ich sie und das kranke Tier voneinander trennen. Nach kurzem gegenseitigen Beschnuppern sind alle mit der Inbesitznahme ihres neuen Territoriums beschäftigt. Die Rudelzusammenführung ist ein voller Erfolg. Seitdem ich denken kann, wollte ich schon immer Wölfe haben. Über 23 Jahre habe ich nun welche und beschäftige mich auch mit anderen Wildtieren. Aber ich lerne ständig dazu. Man kann nie behaupten, dass wir alles über sie wissen. Brummi, ein gewaltiger Bär, gehört auch zur Familie. Er lebt schon seit 17 Jahren hier und stammt aus einem Zoo. Zoltán bringt heute ein kleineres Rudel Wölfe zu ihm, damit sie sich aneinander gewöhnen. Brummi ist an sich überaus zahm und freundlich, aber man kann nie wissen. Wenn er zufällig rauskommt, erschreckt euch nicht. Geht einfach rückwärts weg. Er macht wirklich eine Menge mit. Wir haben mit ihm schon in Deutschland für Wolfgang Emmerichs Anonymous gedreht. Der Bär und die Wölfe sehen sich nicht das erste Mal. Es gibt keinen Ärger. Ganz im Gegensatz zur Wildnis. Dort würden sie sich gegenseitig davonjagen. Hier sind sie gute Freunde. In der Wildnis sind sie es nicht. Aber hier müssen sich alle aneinander gewöhnen. Wenn nicht, gäb's Probleme. Sei vorsichtig. Nimm nicht gleich alles. Ich halte es für dich, okay? Brav. Ist ein toller Typ, oder? Ich liebe ihn. Es war ein langer Prozess, bis Zoltán eine so enge Bindung zu Brummi aufgebaut hat. Über die Jahre wurde der Bär immer zutraulicher. Keine Selbstverständlichkeit. Du kannst nur mit einem Bären zusammenarbeiten, wenn er nett und freundlich ist. Das Ganze basiert auf Vertrauen. Ohne Vertrauen geht nichts. An sich baut man das in der Kindheit auf, aber ich bekam ihn erst, als er schon 7 Jahre alt war. Er ist einer meiner größten Erfolge. Zurück zum anderen Rudel. Es bedarf einer Menge Training, bis Wölfe endlich das tun, was man von ihnen möchte. Und das geht in der Regel nur mit entsprechender Belohnung. Zu den schwierigsten Aufgaben gehört es, einen Wolf an einem Platz zu halten. Vor allem, wenn es mehrere sind. Doch sie bleiben schon. Bleib dort. Zurück auf den Platz. Sonst gibt's nichts mehr. Wenn du dich so zu ihnen hinlegst, auf den Rücken, würden sie niemals glauben, dass du dich ihnen ergeben hast und sie dich nun auffressen können. Sie wissen es auch so, dass ich über ihnen stehe. Oder, kleines Miezekätzchen? Fein. Er knurrt nicht mich an. Hörst du, wie er knurrt? Aber er knurrt alle anderen an, außer mich. Er ist eifersüchtig, weil ich ihn festhalte. Zoltáns Tiere treten in Filmen und Werbespots auf. Zurück in Budapest. Es gibt kaum eine bessere Art, die Schönheit der Hauptstadt zu erfahren, als mit dem Schiff auf der Donau. Das dachte sich Felix Irimi auch vor 3 Jahren. Felix sieht sein Schiff als schwimmendes Kaffeehaus. Seine Gäste werden nicht von ständigen Ansagen oder Werbung genervt. Der Kapitän hat seine Träume wahrgemacht.
Ich war lange Journalist und habe auch fürs Fernsehen gearbeitet. Mein Kindheitstraum war es, Schiffskapitän zu werden. Mit 35 fing ich endlich an, mich zu verwirklichen und wurde Kapitän. Ich liebe diesen Beruf. Kein Wunder bei dem Ausblick. Die Tour dauert eine knappe Stunde und führt an den schönsten Sehenswürdigkeiten entlang der Donau vorbei. Dazu gehören die Burganlage in Buda und auch die Freiheitsbrücke. Doch viel Zeit zum Träumen hat Felix nicht. Er muss auf den regen Schiffsverkehr achten. Ich wende nicht, nein. Vor uns ist ein ziemlich großes Schiff, das uns entgegenfährt, und ich schaffe es nicht, vor ihm noch zu wenden. So lässt er das andere Schiff erst passieren, fährt zur nächsten Brücke und wendet dann erst. Aus gutem Grund. Ein Schiff ist eine wunderbare Sache, hat aber einen Nachteil. Keine Bremsen. Wenn es irgendein Problem gibt, kann ich nicht einfach stoppen, beiseite fahren und gemütlich durchschnaufen. Denn das Wasser trägt uns weiter. Wir müssen alles im Voraus planen. Die Manöver, wo wir wenden, wie wir den anderen Schiffen begegnen. Am Abend erstrahlt Budapest in voller Pracht. Das Donaupanorama gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ich sehe diese Bilder so oft, aber ich kann mich nicht daran satt sehen. Der Zauber der Donau ist für mich Budapest. Der Fluss ist auch wunderschön, aber noch mehr durch Budapest. So etwas gibt es vielleicht nirgendwo. Nein, das gibt es nur hier. Hinter der berühmten Synagoge in der Innenstadt von Budapest erstreckt sich das alte jüdische Viertel. In den letzten Jahren erlebt es eine neue Blütezeit. In den engen Gassen hat sich die Szene der Stadt breit gemacht. Dazu gehören in erster Linie die sogenannten Trümmerhöfe. Der erste und heute berühmteste unter ihnen ist der Simplakert. Der vorher als Parkplatz genutzte, vergammelte Hinterhof genießt inzwischen Kultstatus und ist Anziehungspunkt der Hauptstädter und für Touristen aus aller Welt. Orshoya Liptai ist seit einem Jahr für das Tagesprogramm verantwortlich. Das Besondere ist, dass sich hier alle sofort wie zu Hause fühlen. Unsere Einrichtung ist schon etwas durchgeknallt. Die meisten Sachen sind hier, man könnte sagen, zweckentfremdet. Es ist ein buntes Sammelsurium, das sich ständig verändert und vermutlich nirgendwo sonst auf der Welt so noch einmal zu finden ist. Alle sollen sich hier wohlfühlen. Man darf sich ruhig auch verewigen, sei es mit einem Selfie oder einem Eintrag an den Wänden. Die Wände leben förmlich und zeugen von einer Menge Kreativität der Besucher. Der Simplakert unterstützt tatkräftig auch die ungarische Avantgarde- und Underground-Szene. Es gibt jeden Tag Live-Musik. Heute treten die Spice Boys auf. Es passiert zurzeit sehr viel Interessantes in Sachen Musik, in allen Stilrichtungen. Sehr gute Musiker sorgen für eine Menge sehr guter Musik. Wir sind Augenzeugen der ganzen Entwicklung, die vor 5 bis 6 Jahren begann. Durch den Tourismus ist vieles möglich geworden. Auch bei den Underground-Produktionen. Es gibt jeden Tag mindestens 3 bis 4 Musikveranstaltungen, die sehr interessant sind. Die Kneipenszene in den Trümmerhöfen sieht sich als Gegenwelt zum Orbán-Ungarn. Das alte jüdische Viertel in Budapest ist, Ironie der Geschichte, nun der freieste Ort des Landes. Die Pushta. Übersetzt heißt sie öde, leer. Ist sie gar nicht. Und was wäre die ungarische Pushta ohne Pferde und Rinderhirten?
Noch gibt es beides. Es fragt sich nur, wie lange noch? Zoltán vagyok, Gulyás, aki gyerekkor óta szereti a pusztacsendjét. Jungs, ihr könnt aufmachen und wir können loslegen. Zieh an dem da unten und bring es rüber. Als ob sie das noch nie gemacht hätten. Zoltán und seine Söhne bringen gerade eine Herde Jungtiere zu einer anderen Weide. Hauptsächlich haben sie ungarische Graurinder, auch Steppenrinder genannt. Schon Zoltáns Vorfahren waren Gulyás, wie die Rinderhirten auf Ungarisch heißen. Er hofft, dass seine Söhne auch dabei bleiben. Ich quäle sie, denn ich möchte, dass unsere Dynastie nicht ausstirbt. Ich könnte es mir vorstellen, aber es gibt kaum Möglichkeiten. Schon. Aber es gibt immer weniger Menschen, die Vieh halten. So stirbt der Beruf des Rinderhirten langsam aus. Hier sind wir die letzten zwei Jungs, die das noch machen. Zwei Stunden nordöstlich von Budapest entfernt liegt die Pushta. Sie gehört zu den ältesten Kulturlandschaften Europas. Viehzucht wurde hier bereits vor 6000 Jahren betrieben. Wie ich dazu kam? Ich bin hineingeboren worden. Meine Eltern und Großeltern waren auch schon Gulyás. Von ihnen habe ich das Handwerk erlernt. Es ist ein Meisterhandwerk. Aber heutzutage gibt es kaum noch Rinderhirten. Ich liebe das Vieh und die Pusta. Ich mag sie, wie sie sind. Die ungarischen Graurinder strahlen eine Menge Würde aus und machen die Hirten stolz. Der Sage nach kam das Graurind mit den ungarischen Stämmen schon im 9. Jahrhundert aus dem Osten hierher. Heute ist nicht nur der Beruf der Rinderhirten vom Aussterben bedroht, auch die Tiere selbst. Man darf keine Angst vor ihnen haben. Respekt sollte und muss man allerdings haben. Gerade beim Vieh mit Kälbern. Sie verteidigen ihren Nachwuchs energisch in der Herde. Aber vor den Menschen haben sie Respekt. Dank Zoltán haben die Graurinder die Chance, weiterhin zu den lebenden Wahrzeichen Ungarns zu gehören. Er hofft, dass seine Söhne in die Fußstapfen ihres Vaters treten. Zurück nach Budapest, zu einer wahren Kathedrale der Badekultur. Tasi Ferenc vagyok. Ha sietek, ott baj van. Sein Arbeitsplatz ist das mondäne István Széchenyi Heilbad. Die Badeanstalt ist die größte ihrer Art in ganz Europa. Eröffnet wurde sie 1881. In ihrer heutigen Form besteht sie seit 1935. Das heilende Wasser kommt aus über 1000 Metern Tiefe. Bademeister Ferenc sorgt hier für Ordnung. Er überwacht mit Argusaugen, dass der Schwimmbereich nur mit Badekappe benutzt wird. Wenn Sie schwimmen möchten, dann brauchen Sie eine Kappe. Die bekommen Sie im Gebäude unten rechts. Ich bin seit 15 Jahren hier. Seitdem habe ich viele Leute kommen und gehen sehen. Ich liebe es, mich mit Menschen zu beschäftigen. Und ich glaube, ich kann es auch ganz gut. Während die meisten Touristen in das berühmte Gellertbad strömen, genießen hier im Széchenyi-Bad auch viele Einheimische ihre Freizeit. Für Ferenc ist es Teil der Familientradition. Schon mein Vater hat hier früher gearbeitet. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich als Kind auch hier das Schwimmen gelernt. Zumindest habe ich es mir von den Erwachsenen abgeschaut. Budapest ist die Hauptstadt mit den meisten Thermal- und Heilquellen. Aber die Badekappe im Schwimmbecken nicht vergessen.
Unweit des Plattensees befindet sich ein weiteres einzigartiges Naturparadies, das es in dieser Form ohne Ungarns reiche Vorkommen an Thermalquellen nicht geben würde. Joe Petersberger vagyok, és vakokat tanítok látni. Joes Weg führt ihn heute zu diesem Kanal. Das Wasser speist sich aus dem Bad Hewissee, dem größten natürlichen Thermalsee Europas. Die Wassertemperatur fällt nie unter 26 Grad und sorgt dadurch für ein einmaliges Biotop. Hochinteressant für den bekanntesten Naturfotografen des Landes. Da hinten ist ein Frosch. Die gute Nachricht ist, auch wenn er sich leicht davon machen könnte, da er ziemlich scheu ist, weiß er, dass hier sein Revier liegt. Auch wenn er wegspringt, kommt er irgendwann hierher zurück. Wenn ein Frosch abhaut, bedeutet das nicht, dass es für immer ist. Sie haben ihr bestimmtes Revier, wie viele Tierarten. Der Tausendsasser ist nicht nur ein talentierter Fotograf, sondern zudem Biologe, Universitätsprofessor und Umweltschützer. Seine Werke hinterlassen einen bleibenden Eindruck. In der Kategorie Natur gewann er 2010 die angesehenste Auszeichnung, die es im Bereich des Fotojournalismus gibt. Das Bild des Jahres der World Press Photo Awards. Das ist eine wunderbare Szenerie vor mir. Eine aus dem Wasser herausragende Seerose, dahinter noch eine. Aber das Interessanteste ist der Frosch 20 cm vor meinem Zeigefinger. Ganz langsam nähert er sich dem Frosch, um wieder einmal eine außergewöhnliche Perspektive zu finden. Ihr werdet auf den Bildern sehen, dass meine Silhouette sich in seiner Pupille widerspiegelt. Ich sehe meinen Kopf, die Schultern und auch die Wolken hinter mir. Ein Schlüsselerlebnis in seiner Kindheit weckte Joes Leidenschaft für die Natur. Ich war als Kind mit meiner Familie in einem Naturbad, wo es auch Schlangen und Frösche im Becken gab. Ich spielte mit meinem Schwimmreifen, tauchte meinen Kopf unter Wasser und konnte ihn nicht mehr rausziehen. Ich bin beinahe ertrunken, weil ich so von der Unterwasserwelt verzaubert wurde. Diese Faszination treibt ihn immer weiter auf seiner nie enden wollenden Entdeckungsreise, an der durch seine Bilder jeder Mensch teilnehmen kann, der die Wunder der Natur auch sehen möchte. Was krabbelt denn hier unter dem Blatt einer Seerose herum? Das hier ist eine der größten Spinnen in Europa. Die gerandete Jagdspinne. Sie hält sich an dem zusammengerollten Blatt einer Seerose fest. Die furchterregende Raubspinne ist für Menschen ungefährlich. Joe Petersberger widmet sein ganzes Leben dem Erhalt der Natur und kämpft unermüdlich dafür, dass der Mensch sein höchstes Gut nicht weiter zerstört. Die Natur bedeutet mir alles. Wir stammen von ihr, kehren zu ihr zurück, können ohne sie nicht existieren. Der moderne Mensch hat sich sehr weit von ihr entfernt, was ich für ein riesiges Problem halte. Ich möchte, dass die Menschen die Bedeutung der Natur wiedererkennen und die Jugend wieder an die Natur herangeführt wird. Zurück zum Balaton, dieses Mal zur Nordseite. 30 Kilometer von Hewis entfernt liegt eine der schönsten Sehenswürdigkeiten der Region. Badacsony. Laposa Bence vagyok, és arról gondoskodom, hogy a magyar tengerben ne csak víz folyjon. Die Hügel des ungarischen Tafelbergs mit seinem vulkanischen Ursprung sind ein idealer Ort für den Weinbau. Hier begann Bence in den 90ern mit seinem Vater einen kleinen und inzwischen sehr feinen Winzerbetrieb aufzubauen. Das ist unser grauer Mönch, die Rebsorte, mit der wir angefangen haben, Wein anzubauen.
Er liefert im Geschmack einen sehr runden und interessanten Wein. Die Trauben sind anfänglich so blau und lila gefärbt. Wenn sie reif sind, werden sie noch etwas dunkler. Vor und direkt nach der Wende kamen die meisten Touristen aus Deutschland. Hier am Plattensee wollten sie Wein, Weib und Gesang und natürlich die Landschaft genießen. Das war einmal. Mit der deutschen Dominanz ist es eindeutig vorbei. Früher waren 30-40% unserer Gäste aus Deutschland. Heute sind nur noch etwa 15% unserer Gäste aus dem Ausland. Der Rest kommt aus Ungarn. Aber wir hoffen, dass sie langsam den Balaton und Ungarn wiederentdecken. Segeln gehört am Balaton genauso zur Tradition wie guter Wein. Benze und seine Freunde sind bei jeder Gelegenheit auf dem Wasser. Es wird Zeit, Segel zu setzen. Benzes Kumpel Jolt ist stolzer Eigentümer eines der schnellsten Boote am Balaton, das schon viele Segelwettbewerbe gewonnen hat. Bereits ein lauer Wind genügt, um Fahrt aufzunehmen. Segeln gehört für mich zu den bestimmenden Erlebnissen am Balaton. Auch wenn ich nur vom Ufer oder vom Weinberg aus zuschaue. Es ist das typische Bild, das ich vom Balaton habe. Das ist mir viel vertrauter als der Strandkult, der in den letzten Jahren entstanden ist. Ungarn, die Perle des Ostens. Das kleine Land im Herzen von Europa hat mehr zu bieten als nur Puszta und Paprika.